Als Regionalzüge werden Leistungen bezeichnet, die im Personenverkehr über mittlere Entfernungen erbracht werden. Ja, so lautet die Definition des Wortes Regionalverkehr. Doch was genau sich hinter der mittleren Entfernung verbirgt, liegt tatsächlich im Auge des Betrachters und wird je nach Region mal so und mal so interpretiert. So entstanden über die Jahre in Deutschland etliche extrem lange Regionalexpresslinien, teilweise durch die halbe Republik. In diesem Video klären wir mal, welche 10 Linien die längsten im deutschen Regionalverkehr sind. Und damit begrüße ich euch ganz recht herzlich zu diesem ersten Video meiner neuen Reihe Top 10. Platz 10. Ganz im Süden Deutschlands verbindet im 2-Stunden-Takt ein Interregio-Express, kurz IRE, Basel über Schaffhausen, Singen, Friedrichshafen, Ravensburg und Biberach mit Ulm. In gut 3 Stunden werden dabei schlappe 286 Kilometer zurückgelegt. Beachtlich ist auch, dass trotz des langen Linienlaufs nur ganze 13 Zwischenhalte eingelegt werden. Das erinnert insbesondere auf dem östlichen Abschnitt der Strecke stark an alte Interregio-Zeiten. Eingesetzt werden auf der von DB Regio betriebenen Linie die 612 Neigetechnik-Triebwagen. Platz 9. Aus dem Süden springen wir in die Mitte. Der nordrhein-westfälische RE11 verbindet stündlich Düsseldorf mit Paderborn und verkehrt 2-stündig weiter bis Kassel-Wilhelmshöhe. Die bis Kassel durchfahrenden Züge legen dabei in 3 Stunden und 21 Minuten satte 291 Kilometer zurück, weil man auch hier auf gerade einmal 16 Unterwegshalte trifft. Nicht zuletzt, da wir es auch hier letztendlich mit einer Art Fernverkehrsersatz auf der einzigen Mitte-Deutschland-Verbindung zu tun haben. Die Linie befindet sich derzeit unter der Obhut von Abellio und ist Teil des Rhein-Ruhr-Express, kurz RRX-Netzes. Folglich trifft man hier die Siemens D0 HC-Triebwagen alias Baureihe 462 an. Während der RE11 derzeit noch auf Platz 9 verweilt, soll sein Nachfolger im RRX-Zielnetz, der RRX2, sogar bereits ab Aachen verkehren. Ein heißer Anwärter, in Zukunft also noch weiter in der Liste längster deutscher Regionalzuglinien emporzusteigen. Platz 8. Wir bleiben bei Fernverkehrsersatzlinien und widmen uns dem RE42 Nürnberg-Leipzig durch das Saaletal. Der ursprünglich nur für die Relation Nürnberg-Jena bestellte Regionalexpress wurde im Dezember 2018 als Ersatz für den Wegfall des Fernverkehrs im Saaletal seit der Öffnung der VDE8 zwischen Nürnberg und Erfurt bis Leipzig verlängert. Zwar zeichnet er sich auf dem nördlichen zusätzlichen Abschnitt durch fernverkehrsähnlich wenig Halte aus, im Kerngebiet des sogenannten Franken-Thüringen-Expressnetzes hält er jedoch selbst für einen Regionalexpress ziemlich oft. Von den insgesamt 35 Zwischenstationen entfallen allein 21 auf den Abschnitt Bamberg-Saalfeld, wobei zwischen Lichtenfeld und Saalfeld tatsächlich überall gehalten wird. Warum das jedoch im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten unvermeidbar ist, könnt ihr ebenso wie viele andere interessante Infos über das sogenannte Franken-Thüringen-Expressnetz in einer Dokumentation auf dem Kanal Zug 2013 erfahren, Link in der Videobeschreibung. Zurück zum eigentlichen RE42, der seine 293 Streckenkilometer in 4,25 Stunden zurücklegt. Eingesetzt werden hier Talent 2 Triebwagen der DB Regio. Platz 7. Stundenlang durchs Nirgendwo. Ja, ziemlich genau so würde ich meine letzte Fahrt mit dieser Linie beschreiben. Und doch habe ich damals nur weniger als die Hälfte der Strecke zurückgelegt. Der mecklenburg-vorpommerische RE4 durchquert das Land an der Ostsee auf der Relation Lübeck-Stettin einmal komplett in West-Ost-Richtung. Der 2-stündige Zug benötigt für die insgesamt 295 Kilometer fast 5 Stunden und verkehrt unter anderem über Bad Klein, Bützow, Güstrow, Malchin, Neubrandenburg und Pasewalk, bei er insgesamt 32 Zwischenhalte verzeichnen kann und auf der kompletten Strecke an allen Unterwegsbahnhöfen hält, was nur aufgrund der dünn besiedelten Region Mecklenburg-Vorpommerns das RE-Bild nicht allzu sehr trübt. Die DB Regio setzt hier moderne Lind 41 der Baureihe 623 ein.
Platz 6. Auch unser nächster Kandidat verkehrt mit Dieseltriebwagen. Es handelt sich um den thüringischen RE1 Göttingen-Glauchau über Leinefelde, Gotha, Erfurt, Jena und Gera, der ebenfalls alle 2 Stunden verkehrt. Mit 302,7 Kilometern ist er die erste Linie, die die 300er-Marke knackt. Die Reisezeit beträgt 3 Stunden und 40 Minuten, wo insgesamt 18 Zwischenstationen angefahren werden. Eingesetzt werden hier die 612er Triebwagen der DB Regio. Platz 5. Viele haben es sicher geahnt, auch ein Zug der Marke Alex hat es in die Platzierung geschafft. Mit insgesamt 317 Kilometern verbindet der Alex Nord München über Landshut, Regensburg, Schwandorf, Weiden und Marktredwitz mit Hof. Der Zug ersetzt eine ehemalige Interregio-Linie und so verwundert es auch nicht, dass er nur sage und schreibe 8 Unterwegshalte bedient. In dieser Kategorie also eindeutig unser heutiger Meister. Auf dem Alex werden noch lokbespannte Züge eingesetzt, bestehend aus einem Mix diverser einstöckiger Abteilwagen sowie einzelnen Doppelstockwagen der 4. Generation. Auf der 3 Stunden und 35 Minuten andauernden Fahrt findet sogar ein Lokwechsel statt. Von München bis Regensburg ist eine E-Lok der Baureihe 183 für den Zug zuständig. Ab Regensburg übernimmt dann ein Eurorunner der Baureihe 223. Platz 4. Unsere nächste Linie ist eine, die vermutlich nicht allzu viele von Start bis Ziel befahren. Schließlich gibt es mehrmals pro Stunde verschiedene Alternativvarianten, die die Strecke mittels Umstieg erheblich abkürzen. Die Rede ist vom RE1 Mannheim-Koblenz mit großer Rheinland-Pfalz-Rundfahrt via Kaiserslautern, Saarbrücken und Trier. Damit kommt die Linie auf insgesamt 330 Kilometer, für deren Bewältigung man 4 Stunden und 20 Minuten mitbringen muss und 21 Halte einlegt. Sie ist die erste und einzige Linie in unserer Liste, die auf der kompletten Strecke stündlich befahren wird. Eingesetzt werden auf der im Rahmen des Südwestexpress kurz Süwex vermarkteten Linie moderne Flirt 3 Triebwagen der DB Regio. Platz 3. Wir begeben uns auf das Siegerpodest. Viele haben sicherlich auch schon eine ganz bestimmte Linienklientel auf deutscher Schiene in diesem Video vermisst. Die berühmt-berüchtigten Brandenburger Superlinien, die teilweise Strecken zurücklegen, die die frühere DDR fast vollständig durchquert hätten. Platz 3 hat sich der RE3 erschwingen können. Ihn gibt es gleich in vierfacher Ausführung, da die Start- und Zielbahnhöfe dieser Linie je nach Richtung variieren. Konkret existieren folgende zweistündige Linienläufe: Lutherstadt-Wittenberg-Stralsund, Falkenberg-Schwedt, Stralsund-Falkenberg und Schwedt-Lutherstadt-Wittenberg. Dabei konnten sich beide Stralsunder Varianten mit 342 bzw. 358 km sogar doppelt Platz 3 sichern, wurden aber zwecks Abwechslungsreichtum dieses Videos als gemeinsame Linie gezählt. Die Fahrzeit liegt auf dem längeren Falkenberger Ast bei 4 Stunden und 53 Minuten und die Anzahl der Halte bei 37. Auf dem Wittenberger Ast ist es mit 4 Stunden 43 und 36 Halten sehr ähnlich. Die Linie wird von der DB Regio betrieben, die ihr Doppelstockwagen der 4. Generation und E-Loks der Baureihe 112 einsetzt. Platz 2. Wir bleiben in Brandenburg, denn eine Verbindung von der sächsischen Grenze bis zur Ostsee ist längst kein Unikat des RE3. Nein, das kann auch der RE2 Cottbus-Wismar im 2-Stunden-Takt. Mit 367 Kilometern ergattert er sich mit 8 Kilometern Vorsprung gegenüber dem RE3 den 2. Platz. Die Fahrt über Lübbenau, Königs Wusterhausen, Berlin, Wittenberge, Ludwigslust und Schwerin dauert 4 Stunden und 36 Minuten und verfügt über 33 Unterwegshalte.
Betreiber ist hier die Ostdeutsche Eisenbahn, kurz ODEC. Zum Einsatz kommen Elektrotriebwagen des Typs KISS, auch als Baureihe 445 bekannt. Platz 1. Und wir kommen zur Nummer 1, die, Überraschung, ebenfalls eine Brandenburger Linie belegt. Diesmal der RE5, der stündlich von Elsterwerda nach Neustrelitz und immer im Wechsel weiter nach Stralsund und Rostock verkehrt. Während jener Ast nach Stralsund mit 359 km zwischen RE2 und 3 liegt, ist der Rostocker Ast mit 386,6 km ganz klar unsere heutige Nummer 1. Insgesamt 5 Stunden und 4 Minuten sind für die Strecke nötig, auf der insgesamt 33 Stationen bedient werden. Hier werden zum Teil wie auf dem RE3 Doppelstockwagen und 112er eingesetzt, einige Umläufe übernehmen hier aber auch Twinnex-Triebwagen der Baureihe 445. Und damit sind wir schon am Ende unserer Rangliste angekommen. Ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen, hoffe euch hat dieses erste Video meiner neuen Reihe gefallen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.